Brandt hat mal gesagt, die Schule der Nation ist die Schule. Und ich würde sagen, die Schule der Politik ist die Kommunalpolitik. Geht nicht anders. Sie merken das auch an den Abgeordneten später, mit denen man im Innenausschuss vor allen Dingen zu tun hatte. Sie merken, ob jemand kommunale Erfahrung hat oder nicht. Und darum denke ich schon, dass man zwei Dinge für die Politik unbedingt braucht. Das eine ist ein fester Beruf. Also die Möglichkeit, Ihren Freunden zu sagen, ich höre auf. Wenn Sie nicht den Nerv und die Möglichkeit haben zu sagen, ich höre jetzt auf, ich mache das nicht mehr mit, dann liefern Sie sich ja Ihrer Partei aus. Und dann wird man kurz unglücklich. Sie müssen also einen Beruf haben, eine eigene Basis, auf der Sie auch auf diese zurückgehen können, wenn es sein muss. Das ist nicht das Ziel, aber es muss sein. Und das Zweite ist, Sie sollten eine kommunale Erfahrung haben, um zu merken, wie sieht die Lebenswirklichkeit der Menschen aus? Wie kann ich sie an die Politik bringen? Wie kann ich sie dazu bringen, sich politisch zu engagieren? Wie sorge ich dafür, dass die Kommune einen größeren Bereich der Selbstorganisation, der Selbstverwaltung hat? Ich habe nie begriffen, warum wir, habe leider nicht ändern können, warum wir hier eine Verfassung haben, wo wir einen Oberbürgermeister haben müssen, der gleichzeitig Chef der Verwaltung ist. Sondern eine Gemeinde selber entscheiden, ob sie einen Stadtdirektor haben will, der gleichzeitig Chef der Verwaltung ist, und daneben einen Oberbürgermeister, oder ob sie einen politisch tätigen Oberbürgermeister haben will, der die ganze Verwaltung beherrscht. Also kann man ganz unterschiedlicher Meinung sein.